Hallo und herzlich willkommen zum Supermarkt-Simulator. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Letztes Mal wurde ich in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass dieses Spiel erschien und es könnte eventuell was für mich sein. Wir werden uns das jetzt diese Folge ansehen. Am Ende der Folge werde ich sagen, ja, ich spiele weiter oder nein, ich spiele nicht weiter oder ich bin mir unsicher, dann kommst du ins Spiel. Dann werde ich dich fragen und du wirst mir in den Kommentaren sagen, ja, spiel weiter oder nein, spiel auf keinen Fall weiter. Ich bin jetzt gerade aktuell so im Simulationsmodus. Car for Sale Simulator, dann Gym Simulator und was weiß ich nicht, einige Simulatoren auf jeden Fall. Und deswegen passt das gerade auch wirklich so zu mir. Was aber nicht ganz so zu mir passt. Ich versuche gerade eine passende Überleitung zu kriegen. Die Lautstärke. Du kannst die Lautstärke hier nicht einstellen. Du kannst die Sprache einstellen. Es switcht übrigens automatisch auf Deutsch. Auflösung, Vollbild, Grafikqualität, High, Maussensibilität. Das war's. Mehr kannst du nicht machen. Ich habe jetzt übers Mischpult ein bisschen leiser gemacht. Normalerweise wäre das so. Ich werde das wahrscheinlich immer wieder so ein bisschen hin und her regulieren und mal schauen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein und schauen uns an. Ist im Early Access, neues Spiel und kostet gerade aktuell irgendwie 10 Euro. Also ist jetzt nicht die Welt. Willkommen beim Supermarkt-Simulator. Viel Spaß, danke. So, als erstes, was muss man beim Simulator immer machen? Nee, doch nicht. Kaufe Ware, indem du deinen Computer nutzt. Ich habe mich übrigens mal nach unten links gesetzt, weil die ganzen Simulatoren waren bis jetzt immer richtig mit unten links. Vielleicht, benutzt deinen Computer, ist meiner, ja. Okay, interagieren mit linker Maustaste. Was müssen wir machen? Kaufe Ware. Kaufe Ware. Markt. Was kaufen wir denn? Müsli, geschnittenes Brot, Mehl, Puderzucker, Nudeln, Öl. Was kosten die denn? 39,60. Netto, brutto? Ich habe keine Ahnung. Saldo 99 Cent. Hä? Warte mal. Was heißt das denn hier? 12. Haben wir die schon im Lager? 12 oder? Ich werde ja auch einfach so ihre. 179, 40. Warte mal, 2,99. Ich kaufe erstmal eine, oder? Wie viel haben wir denn? Wir haben aktuell 50 Dollar. Ich bin da. Ja, da kann ich ja gar nichts kaufen. Moment, da haben wir ein Problem. Wir kaufen das günstigste. Wir kaufen hier von zwei, davon kaufen wir zwei. Warte mal. Moment. Ach so. Ah, ich muss ja erst in den Warenkorb legen. So, ab in den Warenkorb. 15, okay. 28. 42. Okay, das reicht. Mehr können wir gerade nicht aktuell machen. Wir kaufen jetzt 7,92 $. Okay, wir kaufen. Übrig 3,72. Rechnet der mir aus? Sehr schön, sonst hätte ich jetzt. Lieferung 4 Dollar? Ab welchem Bestellwert ist das denn kostenlos? Abzocke! Nehmen Sie die Kisten. Achso, ich muss erstmal Escape. Nehmen Sie die Kisten, die gerade angekommen sind. Die sind bestimmt im Lager. Ich gehe mal ins Lager. Nein, da sind die nicht. Ich gehe wieder raus aus dem Lager. Wir gehen mal draußen gucken. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Gut, dann nehmen wir die jetzt einmal mit. Ich finde das komisch, das mit linker Maustaste irgendwie zu benutzen. Und jetzt muss ich platziere die Produkte in den Regalen. Fallen lassen, werfen. Oh, ich kann werfen. Warte mal. Na, ich will immer mit E nehmen. Warte, werfen. Warte. Huh. Oh, oh. Ist ja nichts Kaputtbares drin, ne? So, wir räumen erstmal hier auf, weil sonst kommen nachher welche Leute und sagen, aber der hat da irgendwelche Sachen rumstehen, ne? Okay, wie räume ich das jetzt ein? Einräumen. Linke Maustaste. Oh. Da sind mehr drin. Fallen lassen, werfen. Gut. Nächste. Öffnen. Einräumen. Gut, dass wir schon so viel davon gekauft haben. Ich hoffe, die gehen gut weg. So, was haben wir hier? Ich finde das auch gut. Also ganz ehrlich, ich finde das wirklich gut, dass man die nicht einzeln einräumen muss. Also, es gab da ein Spiel, da musstest du alles einzeln einräumen. Okay, einmal hin. Oh, was, Susu? Irgendwas Leckeres bestimmt. Und hier hatten wir noch einen. Ja, toll. Mist, darf ich nicht ganz auf... Ja, okay, pack mal die untereinander. Ich denke mal, wir werden... Werfen Sie die leeren Schachteln in den Mülleimer. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Wo ist mein Mülleimer hier? Draußen der? Werfen. Ah, okay. So, wir schmeißen die da rein. Fallen lassen, werfen, schließen. Was ist schließen? Ah, man kann die wieder schließen. Man kann die öffnen. Man kann die schließen. Man kann die öffnen. Man kann die schließen. Man kann die öffnen. Man kann die wegwerfen. Ah, linke Maustaste, okay. Also, die Steuerung ist ein bisschen...
gewöhnungsbedürftig, würde ich das jetzt mal so behaupten. Setze den Preis für deine Produkte fest. Okay, machen wir. Das sind Ausrufezeichen, das hilft mir jetzt. Pass auf. Preis. 99 Cent. Was ist das hier? Das plöppt so auf. 3,12 $. Wir machen 3,10 $. Ich finde auch gut, dass die Komma in Punkt umwandeln. Direkt. Nicht, dass ich hier mit Punkt arbeiten muss. So, 3,10 $. 3 $. Oh, der nimmt das geil. So, hier haben wir 3,70 $. Wir sind Untermarkt. Ne? Also wir sind Discounter. Wir sind echt günstig. 4,83 $ machen wir 4,80 $. So, alles klar. Öffne den Supermarkt. Das kriegen wir hin. Geöffnet. Hä? Wo ist denn dann das Kloschild hin? Kloschild? Hallo? Das ist... Hä? Wie sind Sie denn jetzt hier reingekommen? Okay. Interagieren. Scanne die Produkte. Ja. Oh. Okay, ja, Money nehme ich, danke. Schönen Tag noch. Was ist? Hallo? Hi. Was geht so? Nehme die richtige Anzahl von Wechselgeld? Okay, was muss ich denn rausgeben? 50 Cent. Habe ich. Ja, guck hier. Gegeben, 50. Ja, und jetzt? Ah, Abschluss. Ah, okay. Guten Tag. So, scannen. Achso, ja, ich muss scannen wieder. So, ich bin noch ein bisschen neu hier. Jetzt muss ich eingeben. Okay, mit Tasten kann man nicht arbeiten. Dann machen wir 3,10. Bestätigen. So, hallo. Ja, klar, nehmen wir ihr Geld. Sehr gerne. Ich muss mich an das Wechselgeld erst gewöhnen, tatsächlich. Was passiert denn, wenn ich falsch rausgebe? Sollen wir mal ausprobieren, aber jetzt nicht. So, Abschluss hier. Hallo, guten Tag. Ja, natürlich nehmen wir Ihre Kreditkarte sehr gerne. Bei 7,90 $. Wir haben ja auch keinen Mindestpreis, wo Sie mit Karte zahlen müssen. Ne, so was fangen wir hier jetzt gar nicht an. Wechselgeld 0. Gut, tschüss. Ich habe 39,62 $ schon gemacht. Okay, ich will hier raus. Ich will neue Ware kaufen. Ich kaufe neue Ware. Ah, oder warten wir noch. Wegen Versand, ne? Weil umso mehr Ware wir kaufen, umso geringer ist ja der Versand. Weil, teilt sich ja auf. Oder? Wir machen aber gut Schotter, ne? Also wir haben noch so viel Ware und 48,12 $. Dann kaufen wir einmal Müsli. Einmal Müsli und... Ja. Passt. Bestellen. Kaufen. Kaufen. Ah, wegen Versand. Passt nicht. Okay, Hallöchen. Wechselgeld stimmt so. Nee, stimmt so. Danke. Aufrunden bitte. Ja, okay, gerne. 16,30 $. So. Ja, nimm. Hallo. So, Karte, selbstverständlich, gerne, danke. 3,70 $. Ja, 3,70 $. Bitteschön. So, jetzt können wir bestellen. Guck mal hier. Kaufen. So, ist ja direkt geliefert worden mit Amazon Prime, ne? Warte, machen wir hier hin. So, das schmeißen wir jetzt erstmal weg. Genau. Und das hier machen wir dann auch mal direkt. Hier oben hin, würde ich sagen. Genau. Wie heißen die? Schokipick. Okay. Ey, warte mal, der hat schon genommen. Ich habe noch gar keinen Preis angesetzt. Warte mal. Ey, stopp. Der nimmt das jetzt für 5,95 $. Okay. Und hier haben wir 3,96 $. Nee, 3,95 $. Entschuldigung. 3,95 $. Alles klar, Profit. Ja. Entschuldigung, ich musste ganz kurz... Ja. Alles cool. So. 10 Cent. Nächster. So, zweimal Toast. Ja. Wir schauen mal. 2 Cent. Schönen Tag noch. Hallo. Also. 2 Cent. Bitteschön.
Oh, Hallöchen. Was haben wir denn da? Ja, 9,65 €. Gerne. Hallöchen. Wie sieht das aus mit dem Mehl? Können Sie mal ganz kurz gucken? Ne? Okay. Was hat der? 30 Cent. Ja, hätte ich auch anders machen können. Egal. So. Sieht auch schon mal gut aus. Ne? Was haben wir denn da noch? Möbel. Produkte. Okay. Wie komme ich denn jetzt zu dem einen Bild wieder zurück, wo ich gerade war? Nee. Wie komme ich hier zurück? Da war doch vorhin noch ein andere Ansicht, oder? Hier. Ah, cool. Markt. Krass. So. Nichts mehr los? Ah, okay. Sie kaufen? Wunderbar. Ja. Sehr gerne. Dankeschön. 85 Cent. So. Hallo. Ja, nehme ich auch. Okay, stimmt so. Danke. Nächste bitte. 25. Also noch 10 Stück müssen wir... Oh, die laufen gut, ne? Wir haben $51. Ja, mit Karte. Sehr gerne. 21,50. Passt. So. Sollen wir direkt neu bestellen? Ich würde sagen, ne? Kaufen wir... was lief jetzt gerade so gut? Die hier, ne? Die liefen gut. Nudeln können wir nochmal. Und Öl hatten wir auch noch nicht, ne? Und dann... Nee, warte. Das war zu viel. Da wollte ich zu viel. Machen wir nochmal Mehl. So, kaufen. Hallo? Ja? Entschuldigung, haben Sie eventuell ein bisschen kleiner? Nein? Was habe ich denen denn jetzt gegeben? So, 89, 25. Bitteschön. Oh, schnell die Ware reinräumen. Nachher wird die hier geklaut. Mehl. Kann ich das hier beipacken? Ja, oh, Tatsache. Geil. Okay, nächste. Was haben wir hier? Noch mehr Mehl. Was haben wir denn an Mehl gekauft? Finde ich geil, dass der Preis übernommen wird. Ohne Mist. Öl. Öl müssen wir auf jeden Fall... Ah, wir brauchen Mülleimer innen drin. Das ist zu unproduktiv hier alles. Licht? Ah, wow, ich wollte gerade Alexa sagen, aber die hört mir zu. Ja, machen wir 4,45, ne? Haben wir hier einen Lichtschalter oder sowas? Ist das? Oh, Gott sei Dank. So, Hallöchen. Was haben wir denn da? Naja. 90. 35. Nächste bitte. Hallo. Mit Karte sehr gerne. 4,80 €. Ich sag einfach Euro. Ne? Ich werde da immer wieder switchen. Weil die haben alle unterschiedliche Währungen. Es gibt auch Pfund in einem Spiel. 7,65 €. Sehr gerne. Nächste bitte. Ohne Mist, das geht aber sehr schnell. Beim Gasstation Simulator. 5. Das Scannen dauert ein bisschen länger. Okay, Dankeschön. Wir haben wieder $60. Krass. So, weiter geht's. Wie sind Sie denn jetzt schon wieder hier hingekommen? Okay. Sollen wir den so lange hier hinstellen? Können wir das machen? Ja, komm mal. Gut, was haben wir hier noch? Noch mehr. Okay, die Schokopops sind gleich aus. Ah, Mist. Ich brauche ein Lager. Susu. Ah, die Susu hatten wir vorhin, ne? Hier. Genau. Dann stellen wir den nämlich wieder hier hin. So. Guten Tag. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Ja, sehr gerne mit Karte. Selbstverständlich. $3,70. Einmal bestätigen. Hallöchen. Ja, die müssen wir nochmal neu bestellen, ne? Die laufen echt gut. Was haben wir hier? $4. $4,05. So, einen schönen Tag noch. Guten Tag. Ja, selbstverständlich. $9,05. Okay. Einen schönen Tag noch. Drücke, um den Tag zu beenden. Nee, Moment. Ist leer, ne? Ja. Nicht, dass wir jetzt irgendwas wegschmeißen. Enter, um Tag zu beenden. Was haben wir denn hier?
Guthaben plus 79. Insgesamter Profit $29 haben wir plus gemacht. Und wir haben noch Ware. Du erhältst heute tägliche Rechnung. Och, nö. Warum müssen wir denn auch Tag beenden? Warum müssen wir auch? Kaufe ein Produktlizenz über deinen Computer. Okay. Produktlizenz. Produktlizenz. Verwaltung? Produktlizenz. $200. Ja, Schnapper, ne? Also, das sind ja. Aorte. Comte. Navolo. Bio. Bio-Eier. Achter-Pack. Gibt es Achter? Ich dachte immer nur 6er und 12er. Birle und Schwarztee. Ey, wir müssen auf jeden Fall diese Schokopops wieder kaufen, ne? Also die Schokopops laufen echt gut. Da kaufen wir jetzt auch 2 von. 71 passt, würde ich sagen. Kaufen. Habe ich jetzt gekauft? Ja, sehr schön. Guck mal, die packen wir nämlich jetzt direkt hier oben hin. Sehr, sehr geil. Okay, weiter. Was ist das? Da ist eine Gehwegplatte raus, kann das sein? Die packen wir hier hin. Und schmeißen den wieder weg. So, Hallöchen. Ja, oh, Großeinkauf. Sehr schön. Mit Karte, selbstverständlich. Sehr gerne. 15,30 Euro. Nächste bitte. Was haben wir denn hier? Ah, oh, wieder mit Karte. Perfekt. 6,80. Ja. Einmal mehr. Hätte auch ein bisschen mehr sein können, ne? Danke. Und sie kaufen... So. 4,50. Haben sie 50 Cent? Ne, okay. 4,50 hier. Bitteschön. Schönen Tag noch. So, was können wir jetzt wieder auffüllen? Hier, Susu. Nee. Aber die hier, ne? Warte, die hier können wir, glaube ich, auffüllen. Nee, hier. Okay. So. Stellen wir einfach dahin. Hallo, guten Tag. Ja. Was haben wir hier? 2,30. 70 Cent haben sie nicht zufällig klein, ne? Nächster. Hallo. $1.05. So, bitteschön. Schönen Tag noch. Wir haben $58 haben wir jetzt aktuell. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Kaufen Sie hier ein. Schöne Stadt eigentlich. So, wir gucken mal. Also, was haben wir hier? Ja. $12.60. Okay. $12.60. Und Sie möchten gerne $1.30 wieder haben. So. Was brauchen wir jetzt? Guck mal. Wir haben hier noch Susu. Susu haben wir da. Dann können wir den Karton nämlich endlich wegschmeißen. So. Schmeißen wir mal weg. Ist das mein Fahrrad? Kann ich damit... Ne, kann ich nicht damit... Kann ich hier irgendwo hin? Okay, die Stadt stirbt langsam aus anscheinend. Ja, ich glaube, ich würde mich hier verlaufen. Krass. Gut, wir gehen einmal wieder zurück zu unserem Laden. Da sind nämlich wieder Kunden. Hallöchen. Was haben wir denn da? Ja, mit Karte, sehr gerne. $7.55. Stimmt so, ne? Nein, okay. Was haben wir hier? Die Schokopops laufen echt gut. 44. Eieiei. Und. Zup. Okay. $8.50. Schade, dass du dann mit Tastatur nicht eingeben kannst. Ah ja. So. $8.15. Sehr gerne. Einen schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Wir können theoretisch hier wieder auffüllen. Und legen den dann wieder da zur Seite. Was haben wir? $111. Kriegen wir mit der Anzahl der Ware, kriegen wir da... Warte mal, kann man hier ein bisschen... Was habe ich jetzt gemacht? War das so? Ich hoffe. Ich wollte die eigentlich rausnehmen, die Ware. Warte, $5... Habe ich dem jetzt 10 gegeben? Ja! Du kannst Geld zurücklegen, indem du rechts gehst. Okay, der.
Okay. Rechtsklick. Ah, okay. $5. 55, hier. So. 10 Cent. Sehr gut. Nächste bitte. Ja. 75 haben wir auch. Bitteschön. Schönen Tag noch. Ich glaube, also mit der Ware kriegen wir auf jeden Fall die Lizenz. Je nachdem, was die Lizenz kann, werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Weil das Spiel macht mir echt Spaß und ich würde das gerne weiterspielen tatsächlich. Heißt, in der nächsten Folge werden wir dann die Lizenz kaufen und gucken, was uns noch so erwartet. Weil ich glaube, das ist noch nicht alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag, bis dann, tschüss.